Hallo meine lieben Eckel-Lovers und willkommen zu meinem Kanal und auch in unsere Playlist, um das Eckeln zu lernen. Heute haben wir einen ganz besonderen Punkt vor. Das ist die Kettmasche, so dargestellt, mit dem Punkt. Die Kettmasche benutzt man, um Kreise zu schließen und auch, um von einem Punkt zu einem anderen zu gehen, ohne den Faden zu schneiden und fast unsichtbar. Man benutzt sie manchmal, aber selten auch als Schönheit. Ich zeige euch, wie das geht. Ich habe hier eine Kette von 10 Maschen geäckelt und legen wir los. Hier stechen wir rein, holen wir den Faden und gehen wir direkt durch. Reinstechen, Faden holen, durch. Reinstechen, Faden holen, durch. Nochmal, reinstechen, Faden holen, durch. So sieht es dann aus. Hier habe ich eine Arbeit für die, wo man besonders viele Kettmaschen braucht. Das ist ein gutes Übstück. Und in dem Kommentar werde ich dann nach und nach addieren, jedes Mal, dass ich ein Werk entwickelt habe, wo solche Kettmaschen viel zu sehen sind. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und ja, lass dir schöne Sachen eckeln. Tschüssi! Thank you.